Warte, warte, warte. Bin ich, ist okay so, ja? Ja. Man wartet und wartet und wartet. Ja, lass uns halt auch mal fummeln. Jetzt geht's los, genau. Was wir sonst normalerweise nur hinter der Kamera machen, können wir hier auch bei UmaX öffentlich mal. Das Glock 19X Review, hoffe ich, habt ihr schon mal gesehen. Und da waren auch schon viele Fragen dabei. Wie sieht es denn mit den normalen Glock aus? Gibt es da auch dieses tolle Hop-Up? Wie sieht es mit der Beschichtung aus und so? Und ich habe die schon mal angelangt. Und eine Überraschung haben wir. Wir haben jetzt hier die Glock 18C mit dazu bekommen. Die vollautomatische Glock-Variante, die natürlich jetzt für uns in Deutschland ein bisschen uninteressant ist, außer die Leute finden die Form halt genial, weil wir ja hier die Geschichte mit dem offenen Schlitten haben. Ansonsten ist der ganze Spaßfaktor ist natürlich bei uns in Deutschland weg, haben da die anderen mehr Spaß, aber rundet jetzt die Palette ab. 18C ist jetzt auch mit im Angebot. Und was doch noch neu mit hinzugekommen ist, die Glock 19 war letztes Jahr noch Gen 3, jetzt haben wir die Gen 4 und ich hoffe, die Kamera kann es jetzt auch gut einholen, die Beschichtung von dem Schlitten, was für mich immer so ein, ja, so ein negativer Punkt war, da hat VFC jetzt auch nachgeliefert und hat auch die Beschichtung besser gemacht. Man sieht auch hier, der Dominik hat schon gesagt, wir sind ja jetzt hier am Samstag, also Tag 2 der IWA, und er weiß, IWA ist immer ein gutes Testobjekt. Wenn die Waffe genauso aussieht wie am Freitag, am Montag, dann hat sie es überstanden. Und hier wurde wirklich schon ganz viel bewegt. Und man sieht hier nur ganz leichte Abnutzung an der Patronenkammer. Und das Tolle, das war ja auch die Frage, die Hop-Up-Einstellung, wie bei der Glock 19X, wurde jetzt auch bei den neuen Glocks mit übernommen. Das ist hier die Gen 4 17. Da haben wir die ganze Geschichte auch, was wir aber bei der 18C jetzt nicht haben. Warte mal, das Magazin. So, ich weiß nicht, Dominik, hast du noch was Gutes dazu zu sagen? Ja, ich weiß ja gar nicht, warum der Dominik überhaupt da ist. Ja, nein, ich habe es, denke ich, schon gesagt. VFC hat sich der Kritik angenommen, hat gesagt, Leute, wisst ihr was, die Beschichtung können wir verbessern. Verbessern machen wir letzten Endes auch. Und das Ergebnis seht ihr selber. Zusätzlich dazu haben wir noch die 19X. Genau, die kommt auch nochmal an, ja. Genau, die schauen wir uns auch nochmal im Detail an. Die was ich jetzt nochmal teste, ja. Aber ich denke mal, gehe ich von aus, schlecht war auch immer der Abzug. Ja, Traum. Also auch der Abzug, traumhaft. War damals für mich auch immer ein Kritikpunkt gewesen. Aber ich bin begeistert. Und? Probieren? Der Meister für den Erster. Fühlt sich auf jeden Fall besser an als eine echte Glock. Und ist noch günstiger. Ja, das stimmt also und nicht. Und tut auch nicht so weh. Ja, genau. Ja, die Glock tut ja nicht weh. Um gleich eine Frage wegzunehmen, im Lieferumfang von der Glock 19X ist natürlich hier dieses Apfelschielmesser nicht mit dabei. Aber immerhin, ihr habt ja mein Review schon gesehen, jetzt von VFC endlich auch, eigentlich ist es ja das Topmodell unter den Glock-Modellen, die 19X. Wie man ja kann, anhand hier von der Coyote-Tan-Beschichtung fällt die sofort auf. Und hier mit dem 19 Zoll Schlitten, 17er Griffstück. Es ist schon was Besonderes. Alles andere hatte ich euch schon erzählt, was gefragt worden ist. Zum einmal die Frage, wird es für diese Variante auch eine CO2-Magazin geben? Aktuell ist noch nichts geplant. Wenn man sich die Aufnahme allerdings anguckt, dann ist fast davon auszugehen, dass die Verwendung von CO2-Magazinen funktioniert. Ne? So. Weil wir hier den doppelt gelagerte Federführung haben. Ich gehe davon aus, würde es an dieser Stelle aber noch nicht bestätigen wollen. Einfach um da keinen Blödsinn zu erzählen. Genau. Weil wenn die Waffe nachher kaputt geht, weil jemand aufgrund meiner Aussage da ein CO2-Magazin reingesteckt hat, wäre das natürlich mehr als ärgerlich.
Aber diese Aussage habe ich auch schon vermutet wegen der Fehler. Und ich gehe davon aus, das ist auch eine Vermutung, dass wenn CO2 kommt, dass dann das Ganze mit diesem Extended Mac kommt. Und jetzt kommt ja die Frage, die anderen gestellt haben, gibt doch schon CO2 Glock 19X. Die gucken wir uns jetzt mal an. Darf man aber vorab noch was Kleines dazu sagen? Okay. Der liebe Bruce hat ja rumgeheult, dass das Glockmesser nicht dabei im Lieferumfang enthalten ist. Könnt ihr euch auch so kaufen, ist kein Problem. Was allerdings dabei ist und was nur so zu bekommen ist, indem man sich diese Waffe kauft, ist der Glock 19X. Mensch. Bing, 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 bing. Bestellen Sie jetzt. Unsere Telefonhotline ist offen. Der Koffer ist auch nicht mit dabei. Nein. Na. Aber man kann vielleicht davon ausgehen, vielleicht gibt es irgendwann auch mal für die Verrückte noch mal so wie so eine Art Deluxe Edition, wo noch mal so ein rundum glücklich Paket drin ist. Aber das ist alles Zukunft, keine Ahnung, alles von mir nur Mutmaßung. Ja, mal sehen, was kommt. Aber jetzt kommen wir wirklich zu dieser CO2-Geschichte, die auch interessant ist, weil die preislich günstiger sogar liegt als das, was ich vorgestellt habe. Und ja, lass ich mal einen Dominik erzählen. Da haben wir nämlich ja auch dieses Extended Griffstück, was ich erwähnt hatte. Ja, ist aufgrund der Geschichte einfach günstiger, dass es ein anderer Hersteller ist. Was uns hier natürlich auch auffallen sollte sofort ist, wenn wir den Schlitten nach hinten ziehen, sehen wir, der geht nicht wie bei der VFC-Variante bis ganz nach hinten, sondern der arretiert eine ganze Ecke vorher. Liegt einfach daran, dass es auch ein komplett anderes Magazinsystem ist. Wir haben hier ein CO2-Magazin, das wir schön vorfüllen können. Und wo dann hierüber quasi die BBs in den Lauf geschoben und verschossen werden. Und ja, das ist eigentlich der Punkt, den es dazu zu sagen. Und die Leistung ist ja wesentlich höher, ne? Ja. Genau. 1,6 Joule. Und das ist schon eine Hammeransage, ja. Möchte ich nicht abkriegen. Reise, die Dinger gibt es auch schon zu kaufen jetzt, ne? Richtig. Ich glaube. War ein bisschen günstiger als die andere Glock 19X. Und ich denke mal, ich bin mir jetzt sicher, wir haben jetzt alles abgegrast, oder?